Heute erkläre ich Ihnen die elektrische Spitzmaschine Dahle 210. Die elektrische Spitzmaschine Dahle 210 hat Saugnäpfe, mit denen man sie ganz einfach auf dem Tisch befestigen kann. So kann man sie von ihrer Halterung entfernen. Mit dem roten Rädchen unter der Spitzmaschine lässt sich einstellen, ob der Bleistift spitz oder stumpf gespitzt wird. Hierzu dreht man das Rädchen. Guckt der Stift weiter raus, wird der Bleistift spitzer, geht der Stift weiter rein, wird der Bleistift stumpfer. Um das Gerät passend auf den Durchmesser des Stiftes einzustellen, lässt sich der Deckel verstellen. Hier kann zwischen drei unterschiedlichen Dickestufen gewählt werden und außerdem kann hiermit auch der Spitzer geöffnet werden. Für das Anspitzen eines dünnen Bleistiftes stelle ich nun die kleinste Einstellung ein. Ich halte den Bleistift einfach in den Spitzer. Um den Spitzer zu entleeren, stellen wir ihn auf die Stufe zum Öffnen, nehmen den Deckel ab und können ihn ganz einfach von seiner Halterung entfernen. Um das Fräsaggregat zu wechseln, müssen Sie sicherstellen, dass der Spitzer vom Strom getrennt ist. Nun können Sie den Stift im Deckel herausziehen und den Deckel aufdrehen. Hier lässt sich nun das Fräsaggregat entnehmen und ein neues einsetzen. Nun schrauben Sie den Deckel wieder drauf und stecken den Stift ein.